Nun, ich möchte, dass du da draußen vorsichtig bist. Okay, das bin ich. Danke. Nein, das ist mein Ernst. Ich möchte, dass du sehr, sehr vorsichtig bist. Werd ich. Ja, also so einfach ist das mit Versicherungen. Man zahlt mit einem Goldzahn und kriegt dann Unmengen von Kohle. Ach, wenn's doch bloß wirklich so wäre. Okay, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn? Ach, das ausgeschnittene Porträt. Ach, können wir da jetzt nicht ein Foto von Guybrush irgendwie reinkleben? Wir haben kein Foto von Guybrush. Es gibt ja auch keine Fotoautomaten hier. Versicherungspolice. Hallo, Versicherungspolice. Der Inhaber dieses Dokuments hat Anspruch auf die Summe von einer Menge Geld. Im Falle des Ablebens von Matt mit Kartoffelmeistersuppe. Matt mit Kartoffelmeistersuppe. Na, sieh mal einer an. Na gut, dann probieren wir jetzt mal unser Glück. Wo überhaupt? Ne, pass mal auf, bevor wir jetzt zu dem Typen gehen, kommen wir hier nochmal rein, oder? Haben wir schon alles abgesucht? Ich weiß es gar nicht. Sie ist verschlossen. Okay, da kommen wir nicht rein in die Gruft. Hier war, glaube ich, nur noch der Köter, wenn ich mich recht entsinne. Oder war das überhaupt hier? Ja, doch, hier war der Köter. Werkbank. Haben wir hier nicht vielleicht irgendwo noch Nägel rumfliegen? Nägel. Es ist eine Schleck- und Kleckerwerkbank. Nägel. Ich brauche Nägel. Es ist eine Recyclingtonne für Altmetall. Für ein Nägel-Liger. Verschiedene Särge, verzierter Grabstein. Können wir vielleicht, nicht geben. Einmal pock, pock. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ach klar, das wäre ein super Spaß. Oder so vielleicht. Ich glaube nicht, dass er das Ach, der steht drauf. Was machen wir eigentlich mit dem Tofu-Block, sag mal? Das ist ein großer Block Tofu. War hier nicht... Das will ich nicht durchschneiden. Nee? Das sieht wie eine Maske aus. Ach, Tofu-Maske. Geht's. Ich kann durch die Maske kaum was sehen. Ich warte besser damit, sie anzuziehen. Okay, das bringt mich gerade auf Ideen, aber die Ideen werden wir später ausleben. Ja, wo können wir Nägel herkriegen? Hundehütte, Recyclingtonne, hier ist eine schöne Werkbank. Spalte zwischen Türen, haben wir das schon durchgesehen? Ich weiß es gar nicht. Lauf schneller, Guybrush. Lauf! Lauf! Da ist jemand drin. Ach, können wir da vielleicht anklopfen? Es ist fest verschlossen. Können wir vielleicht anklopfen? Oder können wir vielleicht auch hier so vielleicht? Ich glaube, das wäre nicht an einer Visitenkarte interessiert. Ja, natürlich nicht. Können wir da vielleicht irgendwas... Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ach, Mensch. Kamin. Können wir den Kamin verstopfen mit irgendwas? Zum Beispiel mit einem Tofu-Block. Oder mit einer... Eine Tofu-Maske wird hier nichts ausrichten können. Gut, offenbar nicht. Ein Messbecher wird da auch nicht viel bringen. Ungeschmolzenes Stück Nacho-Käse. Ich möchte den Käse nicht damit... Ach, den Käse wollte man den Vulkan schmeißen. Genau, irgendwie sowas. Captain Nix Rasierseife, Broschüre. Lilien, verschiedene Särge. So, bei Stan haben wir, glaube ich, auch alles geschaut. Klecks der Gärtner. Hier liegt der alte Klecks. Ach, das hatten wir schon. Es raffte ihn dahin. Ja, ja. Er trank sein Unkraut-Ex, verdünnte es mit Gin. So, so, ist ja interessant. Haben wir hier noch irgendwas... Ja, ja, jetzt lass mich doch die Maus benutzen, bitte. Willkommen zurück bei Stans Allgemeine. Ja, hallo. Knochenstapel, hier war der Körper, hier waren... Hier ist ein riesiges Netz, das kennen wir ja auch schon. Akten, die könnte man nochmal durchgucken. Ich frag mich, wo die Spinne ist, die dieses Netz gesponnen hat. Schreibtisch, Wasserkühler, genau. Guck mal, die Akten durch. Können wir da was manipulieren? Aktenmanipulazione. Ich glaube, das wäre ein Sakrileg. Wie ein Sakrileg? Einfach nur mal reingucken. Ich glaube, das wäre ein Sakrileg. Oder mitnehmen. Nein. Ach Mensch, dir kann man auch gar nichts recht machen.
So, ach, hier ist... Ach, was sehe ich denn da? Sargnägel, Freunde. Na, da kommt doch gleich mal mit. Geh schneller, Guybrush, geh schneller. Schneller! Ach, super. So, Sekunde, ja. Dann mit den Nägeln gehe ich jetzt mal sofort zurück zum Hotel und möchte gerne sofort ausprobieren. Geh schneller, Guybrush, geh schneller. So, dann gehen wir hier hinten nochmal ins Zimmer, holen uns nochmal ein Bettchen runter und probieren mal unser Glück mit den Sargnägeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, um es zu halten. Könnte sein, dass ich einen weiteren Nagel brauche. Oh, Mensch, Guybrush, du alter Nagelprofi. Einen weiteren Nagel brauchen. Ja, ja, genau. Da, das Bett ist festgenagelt. Das sollte genügen. Okay, dürfen wir jetzt das Meisterbuch mitnehmen? Das war ja wortlos. Können wir da einen Blick reinwerfen vielleicht? Es ist voll von Daten und lustigen Fakten, die man schon immer über die Meistersuppe-Familie wissen wollte. Und da steht, ich erhalte jeden Monat ein neues Buch oder kündige ohne Kaufzwang und behalte meine Ausgabe von Freibeuter und Fruchtbowle als kostenloses Geschenk. Wow, das ist ja fantastisch! Können wir denn da jetzt irgendwie den... Ich kann die Versicherungspolice damit nicht benutzen. Ich glaube nicht, dass das Porträt dort gut aussähe. Wie kriegen wir denn jetzt Guybrush da rein? Einen Stift haben wir auch nicht dabei. Ich weiß nicht, ob Guybrush schreiben kann überhaupt. So, können wir sonst mit dem Skelett hier irgendwas? Hallo? Ui, ich wette, seine Zimmermiete ist bis heute auf eine gewaltige Summe angewachsen. Kennen wir ja schon. Können wir den vielleicht mal drücken? Der hat's doch nötig nach so langer Zeit. Iba. Na gut, offenbar nicht. Können wir vielleicht mit ihm sprechen? Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Hallo zum Beispiel, der hat ein Monokel. Können wir das klauen? Nee. Die Decke kriegen wir auch nicht. Ach doof, ein zugenageltes Loch. Das Klappbett wurde so oft zugeschlagen, dass es ein Loch in die Wand geschlagen hat. Aber die können wir nicht irgendwie, ne? Die Nägel stecken ganz schön fest drin. Können wir da vielleicht mit dem Hammer ran? Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Okay, können wir vielleicht mit dem Meißel ran? Wahrscheinlich nicht. Das gibt nicht genug Hebelwirkung, um die Bretter abzustemmen. Hebelwirkung. Wir haben momentan gar nichts mit Hebelwirkung, glaube ich. Ein Holzbohrer vielleicht? Das braucht nicht angebohrt zu werden. Das braucht nicht angebohrt zu werden. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Na gut, irgendwas mit Hebelwirkung, da müssen wir später vielleicht nochmal wiederkommen. Ich weiß noch nicht genau was, aber irgendwas wird schon funktionieren. So, und jetzt, tja... Haben wir hier noch irgendwas? Huch. Ich glaube, da war sonst auch gar nichts weiter drin. Alte Porträts. Können wir die vielleicht... Nee, ne? Ich habe keine Verwendung für die Porträts der Familie van Salat. Und sonst ist hier auch nichts von Belang. Nee, das Bild ist weg. Hier ist jetzt, glaube ich, gar nichts mehr. Ein Bullauge. Können wir das Bullauge mitnehmen? Nein, wahrscheinlich nicht. Sie ist bereits offen. Porträt? Was? Ich glaube nicht, dass das Porträt dort gut... Tofu-Maske? Nee, ich glaube, hier können wir erstmal nichts machen. Ja, dann ist die Frage, wie geht's denn... Sie ist bereits offen. Ja, dann geh doch durch. Die Frage ist jetzt, wie machen wir weiter? Wir haben jetzt zwar das Buch, aber wir haben ja noch... Wir sind ja noch nicht drin. Mein Pirateninstinkt sagt mir, ich sollte es bei mir behalten. Ja, ich glaube, da hast du recht, aber ich weiß noch nicht genau, was wir damit anfangen. Den Spiegel haben wir ausgetauscht. Wir können mal spaßeshalber zu den Eingeborenen gehen. Mal gucken, ob das schon funktioniert. Ach, mal gucken, ob das schon funktioniert. Und da probieren wir mal, ob wir nicht mit der Tofu-Maske zufällig irgendwas bewirken können. Windmühle, Dorf. So, die Tofu-Maske. Na, jetzt da, so. Benutze Tofu-Maske.
Schlorp. Geht's. So, hallo, ich bin der Tofu-Eingeborene, der Tofu-Kopf. Lass mich durch zum Gott, ich bin nämlich hier der Abgesandte vom anderen Stamm oder sowas in der Richtung. Und ich habe köstlichen Käse dabei. Geh schneller, Guybrush, geh schneller. Gna. Schneller. Na, endlich. So, hallo Zitronenbirne, alte Sau, wie geht's dir denn? Endlich bist du da. Ja. Komm her, wir sind spät dran mit dem Opfer. Ja. Gott des Vulkans im Innern des Mount Sodbrand. Nimm dieses Opfer, das wir dir darbringen. In Form von Fleisch mit hohem Anteil an Fasern und bekömmlicher Zellulose. Frei von allem Fett und ungesättigten Fettsäuren. Auf dass es dich nährt und dein Wohlwollen über unser bescheidenes Dorf bringe. Und dass deine eitrige Kraterbeule nicht in Wallung komme. Okay, Jungs, schmeißt ihn rein. Ihr wart ein wunderbares Publikum. Danke und gute Nacht. Wow, das war total... Was machen die denn da? Ach, unglaublich. Das war ja total spannend. Doof, wir können nur mit Zitronenbirne quatschen. Nicht mit Bananenkopf und nicht mit Ananasfratze. Naja, Zitronenbirne, wie sieht's denn aus bei dir? Hast du vielleicht noch was Spannendes zu erzählen? Ihr füttert den Vulkan mit Puppen in Menschenform, die aus Gemüse bestehen? Ja, das tun wir. Sherman ist kein strenger Vegetarier. Aber fettes Essen kann ihm schlimme Verdauungsstörungen bescheren. Okay, können wir denn irgendwie Käse darunter werfen? Zufällig? So ein bisschen? Na, Käse? Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Nein! Weißt du, was das heißt? Hm? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Nein! Rennt um euer Leben! Nein! Nein! Diarrhoe! Ach ja. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Ja, wo ist denn... Ach, da ist er. Wo ist denn dein Tofu-Kopf, sag mal? Hast du den zufällig abgelegt? Wir haben wieder Ach nee, den hat er immer noch dabei. Und Tofu-Dingens-Käse hat er immer noch dabei. Das ist ja auch schön. So, im Hotel sollte man sich doch jetzt freuen eigentlich. Denn der Grill ist wieder angeschmissen. Das heißt ja, für unseren Freund Herrn Meistersuppe... Jetzt müsste das Business doch laufen, oder, alter Knabe? Der Vulkan ist ausgebrochen. Der Vulkan ist ausgebrochen. Ja, ich weiß, das Meistersuppe-Imperium ist gerettet. Ah, das ist der schönste Tag meines Lebens. Neben dem Tag, als Großvater den Austernkeks erfand, der auch in der Suppe knusprig bleibt. Nun, das freut mich für Sie. Bald wird das Hotel mit Touristen überflutet sein, die den Vulkan sehen wollen. Und ich kann endlich die Show veranstalten, an der ich zuletzt arbeitete, als wir noch Gäste hatten. Was für eine Show ist das? Voulez-vous, wie je sois? Ein dramatisches Musical über eine talentierte, junge Suppenköchin aus Paris, die auf grausame Weise für ihre revolutionären Ideen der Suppenzubereitung von der Pariser Vereinigung der Köche zerlegt wird. Das wird bestimmt ein großer Hit. Hört sich total spannend an. Wow, ich fall vom Stuhl.